Herzlich willkommen, meine Lieben, meinem Studio 78-Kanal. Mein Name ist Tanja. Wir machen eine kleine, feine Vinyasa Flow Yoga Session heute. Die liebe Marie ist das wunderbare Model, das uns durch die Stunde begleitet. Ne? Ihr wisst ja, wir müssen Kontakt halten und sie wird euch wunderbar durch die fließende Praxis hier führen. Viel Spaß dabei. Bitte komm in eine Kindhaltung. Wir starten in der Kindhaltung. Genau, die Kindhaltung kannst du so einrichten für dich, dass du die Knie ruhig ein wenig weiter nach außen ausrichtest, so ein wenig Platz hast zwischen deinen Beinen abgelegt, dass dein Brustkorb Richtung Boden sinken kann. Deine Arme kannst du entweder wie Marie ein wenig zu dir ranlegen oder auch die Arme lang ausstrecken nach vorne. Schau, dass du deine Stirn erden kannst oder wenn du eben merkst, dass der Weg ein wenig zu weit ist, dann bring ein kleines Polster unter deine Stirn. Schließe erstmal deine Augen. Komm ganz in Ruhe an und verbinde dich mit deiner Atmung. Ganz wichtig, dass du hier erstmal immer wieder so den Raum auf deiner Matte für dich nutzt, dich ein wenig zurückzuziehen, die Praxis für dich zu nutzen, um alles im Außen ein wenig auszublenden. Ganz fließend ein- und ausatmen, ganz schön die Länge ausrichten in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten und zu den Seiten. Die Gesichtszüge entspannt. Es ist dir möglich, ein wenig Raum zwischen deinen Gedanken zu schaffen. Auch ganz wichtig, diese Sequenz, wo man an nichts denkt, immer ein wenig länger werden lassen, so gut es geht. Und wenn du hier und jetzt bist und deine Atmung beobachtest dabei, dann kann das sein, dass das immer ein wenig mehr gelingt, auch hier. Gut, und dann von hier aus, schieb die Hände weit nach vorne raus, komm ganz langsam in einen Vierfüßlerstand nach oben hoch, dass du die Hände zu dir ranschiebst, die Knie unter deinen Hüften platzierst, die Handgelenke unter deinen Schultern und dann beginnst du mit kleinen eigenen Bewegungen erstmal. Geh deinen Impulsen nach. Was macht dein Körper jetzt gerne hier in Bewegung bringen? Wie wächst du ihn auf? Marie macht es ganz wunderbar mit kreisenden Bewegungen. Aus den Schultern, aus den Hüften raus, ganz rund der Rücken, ganz geführtes Hohlkreuz, in das sie kommt. Katze Kuh auch für diejenigen, die mit der Yoga-Praxis vertraut sind, dieses geführte Hohlkreuz, der runde Rücken, genau, und schließ ruhig gerne deine Augen wieder, denn wenn deine Augen geschlossen sind, bist du immer ein wenig mehr noch mit dir verbunden und weniger das, was im Außen zu sehen ist, zählt. Und unsere Augen und unser Geist und unser Verstand ist so wahnsinnig schnell dabei, Dinge im Außen zu finden, die dich dann von dir wegbringen, wegziehen und deine Gedanken abdriften. Gut, so, und dann kommst du langsam zur Ruhe, also ganz ruhig mit der maximalen Länge in deiner Wirbelsäule in deinen Vierfüßler, schiebst dein rechtes Bein kontrolliert nach hinten raus und nimmst deinen linken Arm mit dazu, diagonal. Halte auch hier erstmal kurz den Moment inne, Schambein rangezogen, Bauchnabel aktiv, fließend einatmen und mit deiner nächsten Ausatmung treffen sich Knie und Ellenbogen in der Körpermitte, Katzenbuckel in deiner Schulterpartie, einatmen wieder, schieb alles in die Länge raus. Ausatmen, Knie und Ellenbogen finden sich. Länge schaffen hier wieder. Einatmen, zusammenführen, ausatmen. Gut, so drei Wiederholungen. Länge, nutz deine Atmung, um alles auszurichten und ausatmen. Alles wunderbar zusammenschieben. Core kannst du hier perfekt aktivieren. Ein wieder in die Länge. Und ausatmen zusammen, Knie und Ellbogen, für deinen Arm und dein Bein zueinander. Letztes Mal hier einatmen und dann ausatmen, Hand und Knie erden. Geführtes Hohlkreuz, atme ein, schieb dein Herz vor. Ausatmen, komm in den Katzenbuckel, Kinn zum Brustbein, Schulter, Gürtel runden. Einatmen wieder, Herz vorschieben, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, komm in den Katzenbuckel. Neutrale Position, langer, gerader Rücken, einatmen, linkes Bein nach hinten raus, rechter Arm nach vorne in die Länge. Kurz der Moment auch hier, innehalten, schön weit dein Fuß nach hinten raus, schön weit dein Arm nach vorne. Ein, wieder hier und ausatmen, Knie und Ellenbogen trifft sich in der Mitte. Super, wieder in die Länge, atme ein, schieb alles weit raus, Knie und Ellenbogen findet sich in der Körpermitte. Länge wieder, atme ein. Zusammenführen, atme aus. Super, letztes Mal hier einatmen in die Länge. Ausatmen, Core aktivieren, runde deinen Schultergürtel.
Gut, so Hände und Knie oder Hand und Knie erden, wieder hier im Vierfüßler. Nochmal einatmen, geführtes Hohlkreuz schiebt vor. Ausatmen in den runden Rücken, kannst schon gleichzeitig deine Fußspitzen hinten umklappen. Einatmen, wieder ins geführte Hohlkreuz, Herz vorschieben. Und ausatmen, Knie lösen, ein erster hinabschauender Hund. Gut so. Gerne auch hier erstmal wieder in deine eigenen Bewegung finden. Der Walking Dog, wie man auch gerne sagt, zu dieser Position. Dass du ein Bein beugst, ein Bein streckst, dich richtig gut öffnest, auch hier die Hüften gut mobilisierst. Deine Schultern weit von den Ohren. Achte nochmal auf deine Hände vorne. Das ist wirklich auch dein Fundament. Die Grundgelenke, die Fingerspitzen im Boden platziert, deine Handfläche, die flach aufliegt. Tiefe, ruhige Atmung und dann komm langsam zur Ruhe. Hebe beide Fersen maximal an, beug deine Beine leicht und halte dein Gesäß am höchsten Punkt. Kannst du wunderbar bei Marie sehen. Langer unterer Rücken. Und jetzt kreier in deinem unteren Rücken ein klitzekleines Hohlkreuz. Sehr genau. Und deinen Kopf locker. Die Ohren auf Richtwerthöhe, Innenseiten deiner Oberarme. Super schön. Und wenn du mit der Ujjayi-Atmung vertraut bist, der yogischen Atmung, dann geh gerne in die Ujjayi-Atmung über. Das Rauschen, was du erzeugen kannst, indem du deinen Kehlkopf leicht verengst, diese Hilfestellung über den geschlossenen Mund, einen Spiegel oder ein Fenster anzuhauchen und über dieses Geräusch mit dir verbunden zu bleiben. Dann schaust du vor zu deinen Händen mit vielen kleinen Schritten, komm an den Anfang deiner Matte. Lass dir Zeit. Tippel, tippel, tippel an den Anfang, deine Beine leicht gebeugt lassen. Gegenüberliegend greif deine Ellenbogen und dann locker dich hier ein wenig aus. Genau, ruckel und zieh alles zurecht, was du brauchst. Dein Kopf entspannen hier. Tief atmen. Du kannst deinen Oberkörper auch richtig ein bisschen mitnehmen von links nach rechts. Super gut. Und dann sinken deine Handrücken Richtung Boden, einatmen. Und auch hier wieder Zeit lassen, Wirbel für Wirbel langsam aufrollen, dass du nach oben hochkommst in den Stand. Aber lass dir Zeit. Dein Kopf ist das Letzte, was du mit aufrollst nach oben. Superschön. Genau. Tief ein- und ausatmen weiter. Und wenn du oben angekommen bist, kreis deine Schultern. Bist du in beide Richtungen kreist, erst die eine Richtung, schöne mobilisierende Kreise. Genau, und auch gerne die andere Richtung, die immer etwas ungewöhnlichere Richtung. Super. Dann verbindest du deine Hände vor deinem Herzen. Schließ deine Augen für den Moment und nehme ganz präsent jetzt hier deine Position auf deiner Matte wahr. Deine Füße, die dich erden. Dich ausbalancieren, gerade auch in dieser sehr herausfordernden Zeit, ganz wichtig, dass du immer wieder zu dir findest, deine Mitte findest und ins Spüren gehst, deinen Körper wahrnimmst und wahrnimmst, wie dein Körper auf die Reaktionen im Außen reagiert. Gut, so. Und dann beginnen wir mit Sonnengruß A. Atme ein, schieb die Arme weit nach oben Richtung Decke. Ausatmen, sinke tief Richtung Boden. Beug gerne deine Beine ein wenig dabei. Einatmen, der gerade Rücken, die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, erde deine Hände, steig zurück in die Planke, halte in der Planke. Hohes Körperbrett. Auch hier, heb deine Fersen maximal. Dass du auf deine Zehenspitzen kommst, dein Bauch aktiv ist. Und in deiner Schulterpartie so eine klitzekleine Rundung. Genau, dieser Katzenbuckel, den wir im Vierfüßler auch umgesetzt haben. Superschön. Für dein erstes Chaturanga erde deine Knie, schieb deinen Brustkorb weit nach vorne raus, zwischen deinen Armen Richtung Boden. Leg dich komplett ab, dein Fußspannen hinten abgelegt. Einatmen, die kleine Kobra, bleib hier. Ausatmen, wieder ganz sanfte Vorbeuge Richtung Boden. Kleine Kobra wieder, kreis die Schultern, einatmen, richte dich auf, ausatmen, sinke tief Richtung Boden. Letztes Mal hier, einatmen, kleine Kobra und jetzt bleib hier für 3 Atemzüge. Schau, dass du dein Herz vorschiebst, deine Beine, dein Gesäß aktiv ist
Und eventuell hast du sogar die Möglichkeit, deine Hände leicht vom Boden zu lösen, um zu spüren, dass die Kraft aus deiner Mitte kommt hier. Super schön. Einatmen, neig dich vor, klapp die Füße um, über die Knie zurück in den hinabschauenden Hund. Wenn dir nach Bewegen ist, mach das erneut, der Walking Dog hier. Oder auch, genau, wenn dir wärmer wird, zieh was aus und dann findest du dich in deinem hinabschauenden Hund wieder ein. Die Position, wo man sich immer wieder auch einfindet. Gut so. Genau, Bewegung, wenn du sie brauchst oder eben ruhig stehen bleiben. Kraftvoll die Hände in den Boden, kraftvoll deine Füße in die Matte. Aktiviere deine Mitte, deinen Chor und lenk deine Atmung wieder in alle Richtungen. Wirklich die tiefe Atmung umsetzen. Dann schaust du vor zu deinen Händen, Schritt, Schritt oder Sprung an den Anfang deiner Matte. Atmest ein, der gerade rückenhalbe Vorwärtsbeuge, aus, die ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, kraftvoll mit den Armen über die Seite oder vorne deinen Weg. Samastiti, Hände vor deinem Herzen schließen. Ein Sonnengruß A im Atemrhythmus. Einatmen, schieb die Arme über die Seite. Ausatmen, sinke tief Richtung Boden. Halbe Vorwärtsbeuge, einatmen. Ausatmen, Schritt oder Sprung zurück, Chaturanga, tief gehen, aus. Kraftvoll hier, deine Rückbeuge, einatmen. Hinabschauender Hund mit deiner Ausatmung. Sehr gut. Drei Atemzüge hier bleiben. Einatmen. Und ausatmen. Eins. Tief einatmen. Tief ausatmen. Zwei. Sehr schön. Einatmen. Und ausatmen. Drei. Schau wieder vor zu deinen Händen. Schritt, Schritt oder Sprung an den Anfang deiner Matte. Ein der gerade Rücken. Aus die Vorwärtsbeuge. Weit die Arme wieder kraftvoll Richtung Decke einatmen. Samastiti, atme aus. Nummer 3 mit Variation. Einatmen. Sink tief, atme aus. Halbe Vorwärtsbeuge ein. Schritt oder Sprung zurück. Chaturanga, tief gehen aus. Rückbeuger deiner Wahl. Kleine Kobra, große hinaufschauender Hund. Ausatmen, zurück, hinabschauender Hund. Angekommen hier, rechtes Bein ein, nach hinten, oben. Führ dein Knie zur Nase, komm in die Planke, Core aktivieren, ausatmen. Dreibeiniger Hund, atme ein, nach hinten, oben. Knie zur Nase, komm vor, atme aus. Dreibeiniger Hund, einatmen, nach hinten, oben. Und jetzt ausatmen, den Fuß vorne zwischen deinen Händen absetzen. Linker Arm bleibt stehen, rechten Führ nach oben hoch, seitlicher Winkel. Und auch hier kannst du wieder wunderbar optimieren. Deine linke Ferse steigt nochmal ein klein wenig mehr. Dadurch steigt dein Gesäß, dein Oberschenkel und du hast mehr Raum in deinem Twist. Die Fingerspitzen wollen weit nach oben raus. Einatmen hier, Hand wieder abgesetzt. Dreibeiniger Hund nach hinten oben. Die Hüfte öffnen zu mir in den Dog Split. Deine Ferse sinkt zum Gesäß. Schau, dass beide Hände schön kraftvoll, beide Arme gleichermaßen im Boden abgelegt sind. Und denk an deine Atmung. Ich kann mich gar nicht oft genug daran erinnern. Super schön. Einatmen wieder hier, der dreibeinige Hund. Hüften parallel, aus deinem Fuß abgesetzt im Hund. Schieb dich in die Planke vor, atme ein, halte hier. Fersen auf die rechte Seite rüber, der Seitstütz, linker Arm führt nach oben. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie Marie, entweder den linken Fuß über den rechten zu stellen, der über dem vorderen rechten steht, oder eben auch, wenn du weitergehen möchtest, löse dein linkes Bein, aber immer wichtig, die Höhe vom Gesäß zu halten. Super schön. Einatmen hier kraftvoll, alles in die Planke wieder eindrehen. Ausatmen, Richtung Boden sinken, durch dein Vinyasa fließen, Chaturanga sink Richtung Boden. Rückbeuge deiner Wahl einatmen, hinabschauender Hund mit deiner Ausatmung. Wieder drei Atemzüge hier. Und ich kann dich immer nur auch einladen, mal über die Nase einzuatmen und auch über den Mund mal die Luft rauszulassen. Ein über die Nase. Aus über den Mund, super schön. Ein über die Nase.
Und aus über den Mund. Super schön. Linkes Bein, atme ein, nach hinten, oben. Knie zur Nase, komm in die Planke vor, atme aus. Dreibeiniger Hund, atme ein, nach hinten, oben. Zeit lassen, Knie zur Nase, komm vor mit deiner Ausatmung. Dreibeiniger Hund, wieder einatmen, nach hinten, oben. Aus für dein Knie zur Nase, setz deinen Fuß vorne zwischen deinen Händen ab. Kannst immer auch nachhelfen, wenn du merkst, der Schritt, der führt nicht ganz nach vorne. Super, linken Arm führ nach oben hoch, auch hier in den seitlichen Winkel. Die Ferse, die wieder steigt, dein Gesäß steigt, der Twist in deinem Oberkörper. Und die Fingerspitze will weit nach oben Richtung Decke. Die Halswirbelsäule lang, achte auf deine lange Halswirbelsäule. Und was macht deine Atmung? Einatmen. Und aus. Gut so. Setz deine Hand wieder ab. Hier atme ein. Der dreibeinige Hund nach hinten, oben. Und dann die Öffnung für den Dog Split. Auch hier Ferse zum Gesäß. Wieder beide Hände, beide Arme kraftvoll in den Boden. Der Twist, der vom Bauchnabel zum Schambein umgesetzt wird. Super. Dreibeiniger Hund, Hüften parallel einatmen. Fuß im hinabschauenden Hund absetzen, aus. Fließ langsam in die Plank wieder vor, halte hier und dann die Fersen auf die linke Seite rüber. Marie dreht sich zur Kamera, öffne dich auf. Mit einem Lächeln im Gesicht, genau, steigt ihr Gesäß, der rechte Arm Richtung Decke und auch hier kannst du deine Variation wieder eingehen. Wunderbar, super, Länge finden, kraftvoll deine Mitte, einatmen, Hand abgesetzt in die Planke. Und ausatmen, sink komplett in Bauchlage auf die Matte. Bleib hier liegen. Super. Du kannst ein Bein nach dem anderen schön ein wenig mit Länge versorgen. Indem du das Bein anhebst, nach hinten raus schiebst und deine Hände für den Moment wie so ein kleines Päckchen unter deiner Stirn platzierst. Schau, dass deine Schulterpartie ganz, ganz locker und ruhig ist. Super gut. Dann erde deine Stirn. Und verlagere deine Hände nach hinten auf deinen Rücken, auf deinem Gesäß. Deine Hände finden sich zu einer Faust. Und die Handflächen wollen so dicht wie möglich auch zueinander. Schau mal, Marie eben. Handflächen zueinander, Hände verbinden sich. Genau, super. Kreis deine Schultern gut zurück. Und dann schauen wir, bevor wir hier alles steigen lassen, ob du deinen Core in dieser Haltung aktivieren kannst. So, als würdest du deinen Bauch vom Boden wegschieben wollen. Super gut, genau, einatmen. Und mit deiner Ausatmung heb alles an. Löse die Beine vom Boden, löse deinen Oberkörper vom Boden. Schieb die Hände weit nach hinten raus und achte auf deine Halswirbelsäule. Die will ganz lang und stark sein. Sehr schön. Kannst du hier wunderbar auch bei Marie sehen. Lächeln im Gesicht natürlich sowieso. Einatmen hier und dann ganz langsam ausatmen. Sink wieder tief Richtung Boden. Platziere deine Hände links und rechts neben deinem Herzen. Schieb dich über die Knie in die Kindhaltung. Kurze Pause. Genau, das ist der Moment, wo es immer sehr hart ist für Yogalehrer auch. Denn ich bin gerne an meinen Klienten oder meinen Kunden und meinen Teilnehmern. Aber wir dürfen ja jetzt leider nicht anfassen. Wenn du liebevolle Menschen bei dir zu Hause hast, die können immer gerne auch mal dein Gesäß ein wenig mehr nach unten Richtung Fersen schieben. Dir eine kleine Massage auch gönnen. Das ist super angenehm, gerade auch hier in der Haltung. Gut, 2, 3 tiefe Atemzüge. Lenk deine Atmung in deinen unteren Rücken, denn das ist auch oftmals wirklich die Partie, die wir oder der es uns schwerfällt, hinzuatmen und kleine tiefliegende Verspannungen sich über diese tiefe Atmung genau eben in die Region schon lösen können. Gut so. Dann fächerst du deine Hände wieder auf, schiebst deine Hände weit nach hinten, nach vorne raus und kommst in deinen hinabschauenden Hund zurück mit deiner Ausatmung. Gut so. Walking Dog, wenn dir danach ist, wenn du das Gefühl hast, du brauchst hier ein wenig Bewegung und dann findest du dich wieder in deinem hinabschauenden Hund ein. Sehr schön. Gut so. Einatmen dann hier, dein rechtes Bein wieder steigend nach hinten oben. Ausatmen, setz deinen Fuß vorne zwischen deinen Händen ab. High Lunge, die Arme, die weit nach oben Richtung Decke wollen. Gut so. Und jetzt auch hier, du kannst wieder optimal in die Haltung hineinfinden. Deine linke Ferse mag steigen. Genau, so steigt auch hier dein Gesäß ein wenig, dein Oberschenkel aktiv. Und was macht deine Körpermitte, deinen Core?
Heb dein Herz an. Super gut. Wie eben auch hier. Verschränk jetzt deine Hände hinter deinem Gesäß zu einer Faust. Heb dein Herz, atme ein. Mit deiner Ausatmung verlagere dein Gewicht über deinen rechten Oberschenkel und löse gleichzeitig dein linkes Bein. Komm in den Krieger 3, in die Variation. Super schön. Aktiviere dein linkes Bein nach hinten raus. Fließend atmen. Super schöne, kontrollierte Position. Wenn du rausfällst aus der Haltung, finde wieder rein. Völlig okay, überhaupt nicht schlimm. Und jetzt Achtung, es geht reverse wieder in den High Lunge zurück. Großer Schritt nach hinten raus. Einatmen, die Arme weit nach oben Richtung Decke. Und mit deiner Ausatmung linke Ferse umklappen. Krieger 2, finde dich hier hinein. Das Schöne ist, wir haben hier den Spiegel und wir haben nicht ganz so das Gefühl, dass Marie uns jetzt komplett ihre Seite, Rückseite zudreht, sondern wir können sie auch gleichzeitig von vorne sehen. Finde ich mega angenehm. Arme schön lang, zieh dich auseinander, einatmen hier, streck dein rechtes Bein, finde ins Dreieck, zieh die Fingerspitze weit vor und dann sink deine rechte Hand an deinen Unterschenkel, an dein Schienbein, setz die Hand ab, gib einen Impuls von der Innenseite ausgehend, genau, und auch hier die linke Hand weit nach oben hoch, fließend atmen, super schön. Atme ein, komm in den Krieger 2 zurück. Langsam kontrollieren, ausatmen, windmühlenartig die Hände links und rechts vorne an deinen Fuß, steig in die Planke, fließ durch deinen Vinyasa, sink tief Richtung Boden. Rückbeuge deiner Wahl, atme ein, hinabschauender Hund mit deiner Ausatmung. Super schön, kleine Spielerei jetzt hier an dieser Stelle. Schau zu deinen Händen und erde links und rechts deine Unterarme. Genau, super. Tippel mit deinen Füßen ein wenig dichter zu deinen Ellenbogen ran. Du kannst deine Beine auch ein wenig beugen. Dadurch steigt dein Gesäß noch ein wenig mehr. Super gut. Schieb dich aus deinen Schultern, drück dich aus deinen Unterarmen und jetzt nur, wenn du magst, erweiter und heb dein rechtes Bein nach hinten oben an. Super. Eventuell noch hier auf den höchsten Punkt, auf die Zehenspitzen. Super gut. Langsam das Bein wieder absetzen. Kurz die Knie erden für die Kindhaltung, 2, 3 Atemzüge. Stirn erden. Eventuell auch die Arme nach hinten zum Gesäß rausstrecken und dann deine Handgelenke ein wenig auskreisen. Freuen die sich auch immer drüber. Wichtig, wieder tief atmen. Und schau mal, was dir durch deinen Kopf zieht. Bist du auf deiner Matte jetzt hier, präsent im Hier und Jetzt oder driften deine Gedanken immer wieder ab? Wie steht es mit der Qualität deiner Gedanken? Gut, so. Und dann ganz langsam schieb die Hände wieder weit nach vorne raus. Klapp deine Füße um und steig in einen hinabschauenden Hund zurück. Gut, so. Gerne hier angekommen, wieder 3 tiefe Atemzüge. Und zwar wieder, auch hier, einatmen über die Nase. Und ausatmen über den Mund. Dieses Ausatmen über den Mund, das ist oftmals gar nicht so einfach für den einen oder anderen, weil es unangenehm ist, um dieses Geräusch in der Gruppe zu erzeugen. Aber du bist ja alleine auf deiner Matte, also probier es eventuell mal aus und spür diese Wirkung. Dein Organ, sprich die Lungen, die wollen sich dreidimensional weiten in alle Richtungen. Super. Linkes Bein atme ein, nach hinten oben. Ausatmen, dein Fuß vorne zwischen deinen Händen absetzen. Auch hier, komm in den High Lunge, kontrolliert nach oben hoch. Wieder beide Arme kraftvoll nach oben Richtung Decke. Handflächen zeigen zueinander, deine Schultern sinken. Und optimier wieder, die Ferse anheben, steigen. Dadurch steigt dein Gesäß. Und schau auch hier nochmal, die Hüften wollen beide in eine Richtung zeigen. Oftmals dreht sich die, oder unser Körper anders gesagt, der findet immer so einen kleinen Weg und so ein bisschen zu bemogeln. Jetzt hätte ich fast bescheißen gesagt. Gut, so. Einatmen hier. Verbinde deine Hände hinter deinem Gesäß. Zu einer Faust. Heb dein Herz. Wieder einatmen. Verlage dein Gewicht über deinen linken Oberschenkel. Und Krieger 3 ausatmen in Variation. Super. Dreh auch hier wieder die rechte Hüfte ein wenig Richtung Boden ein. Kraftvoll atmen. Du rausfällst, komm wieder rein, finde wieder in die Haltung, ist völlig okay. Einatmen hier, kontrolliert zurück in den High Lunge, atme aus, schieb die Arme wieder weit nach oben. Einatmen, die Arme ausrichten,
Krieger 2 Verse umsetzen, andere Seite, atme aus. Super, auch hier wieder schön auf deine Ausrichtung achten. Dein vorderes Knie ist im 90-Grad-Winkel über deinem Fußgelenk und deine rechte Fußspitze zeigt zur Seite. Die Hüfte willst du aufmachen. Krieger 2 ist eine fantastische Hüftöffnung. Einatmen, streck dein linkes Bein und dann zieh die Fingerspitze weit, 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 weit vor. Sie sinkt nach unten Richtung Boden und dein rechter Arm steigt. Die Öffnung wieder hier in deinem Brustraum. Fließend atmen. Wunderbare Öffnen auch hier. Gut so. Einatmen, komm in den Krieger 2 zurück, kontrolliert. Ausatmen, windmühlenartig, die Hände links und rechts an deinen Fuß, steig in die Planke. Vinyasa Chaturanga, sink tief Richtung Boden. Rückbeuge deiner Wahl, atme ein. Hinabschauender Hund, atme aus. Und dann schau wieder zu deinen Händen, erde deine Unterarme hier. Genau, schau, dass die Hände und die Ellenbogen eine Ebene halten. Also es ist weniger die Hände zueinander sinken oder die Ellenbogen. Gleicher Abstand hier. Und dann tippe mit deinen Füßen noch hier wieder bisschen dichter zu deinen Ellenbogen ran. Beug deine Beine leicht. Dein Gesäß steigt. Und dann hier erweiter, wenn du möchtest. Linkes Bein nach hinten oben. Schieb dich in die Länge. Du willst die Linie hier finden. Super gut. Zwei Atemzüge. Drück dich aus deinen Unterarmen raus. Super gut, ganz langsam erde deinen linken Fuß, erde beide Knie, komm in die Kindhaltung, Stirn erden, Schultern lockern, fließend atmen. Super gut. Und dann von hier aus atme ein. Mit deiner Ausatmung rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben hoch auf. Gut so, wenn du angekommen bist, komm über die Seite auf dein Gesäß und verlagere deine Beine nach vorne raus. Schau, dass du eventuell mittig auf deiner Matte liegst. Für die klassische Vorwärtsbeuge, hol deine Gesäßhälften ein wenig unter dir raus, die Beine streck nach vorne aus. Genau, und jetzt ist ganz wichtig erstmal hier, dass wir die Präsenz auch wirklich auf den unteren Rücken lenken. Genau. Und die Länge deiner Wirbelsäule kannst du erstmal viel besser ausrichten, wenn deine Beine leicht gebeugt sind. Auch wenn du komplett vorne in die Vorwärtsbeuge gut kommen kannst, starte ruhig erstmal mit den angewinkelten Beinen. Deine Hände versetzt hinter dein Gesäß, schieb dein Herz vor Einatmen und mit deiner Ausatmung ganz langsames Ausrichten nach vorne. Atme tief ein und dann sinkst du immer ein wenig tiefer ausatmen. Genau. Deine Hände können mitwandern. Atemzug für Atemzug nach vorne ausrichten. Genau. Schließ ruhig deine Augen auch hier. Schließ deine Augen und verbinde dich wieder mit deiner Atmung. Kreis die Schultern zurück. Auch hier kann dein Herzraum wunderbar geöffnet bleiben. Drei tiefe Atemzüge, einatmen und tief sinken aus. Einatmung, schaffst du den Raum und die Weite, in die du Ausatmung hineinsinken kannst. Wunderbar, Länge schaffen, einatmen, sinken, loslassen, ausatmen. Super gut. Und dann ganz langsam richtest du dich auf, Wirbel für Wirbel kommst du nach oben hoch. Für den Tisch platzierst du deine Hände hinter deinem Gesäß mit den Fingerspitzen zu deinem Gesäß. Deine Füße stell auf. Genau, und schau mal, dass die Fußspitzen auch so eine ganz minimale Rotation nach innen haben, weniger nach außen, weil dann sinken die Knie auch oftmals nach außen. Einatmen, hier Herz heben, mit deiner Ausatmung Gesäß anheben, richte dich auf. Schieb dich aus deinen Schultern, heb dein Becken. Und dein Kinn wird dir schon sagen, ob es zum Brustbein orientiert sein mag, beziehungsweise deine Halswirbelsäule natürlich, oder ob du deinen Kopf nach hinten ein wenig neigen möchtest. Wenn du gerne Lust und Luft und grölen und stöhnen möchtest, atme ein hier, lass alles raus. Marie mag den Löwen, das weiß ich auch. Einmal noch, alles rauslassen, ein, loslassen, aus. Super, gut. Kinn zum Brustbein. Bring dein Gesäß Richtung Boden, gleich zu deinen Fersen. Roll dich Wirbel für Wirbel auf dem Boden, auf die Matte ab.
Unten angekommen, zieh deine Knie zu dir ran. Ganz leichte Druckmassage hier von links nach rechts. Gut, so. Und dann hebst du dein Gesäß ein wenig an, auf die linke Seite rüber, so ein paar Zentimeter. Und deine Beine sinken auf die rechte Seite rüber für so einen sanften Twist. Deine rechte Hand auf dein linkes Knie, deinen linken Arm streck aus, wenn du Platz hast, ausgestreckt oder eben angewinkelt im Kaktusarm. Die Augen schließen. Noch hier wieder ganz ruhig jetzt atmen. Tiefe, ruhige Atemzüge. Fahr alles ein wenig wieder runter. Entspann dein Gesicht. Schau, dass deine Kiefermuskulatur locker ist. Ganz weich und friedlich deine Gesichtszüge. Und dann atmest du ein, kommst langsam über die Mitte zurück, führst beide Knie zu dir ran und ganz wichtig, immer in deinem Tempo. Ganz langsam ein wenig dein Gesäß auf die rechte Seite rüberheben, in den Twist kommen, linke Hand, dann an die Außenkante vor deinem rechten Bein. Rechten Arm ausstrecken oder anwinkeln, die Augen wieder schließen und in die Tiefe deiner Atmung finden. Denn auch gerade in den Twist kannst du wunderbar in die Tiefe atmen und kleine, wie vorhin schon erwähnt, tiefliegende Verspannungen lösen. Spannungen sind oftmals wirklich der Grund, weil wir eben nur nach vorne rausatmen. Da, wo wir hinschauen können, da atmen wir hin. Super. Einatmen, komm dann zur Mitte zurück. Zieh beide Knie zu dir ran. Gut, so. Und dann von hier aus, lass deine Beine Richtung Boden sinken. Genau, schau, dass du dich gut auf deiner Matte platzierst. Deine Beine ganz leicht im V für deinen Shavasana liegen und deine Arme auch ganz leicht im V von deinem Körper abliegen. Deine Handrücken am Boden, deine Handflächen, die nach oben zeigen. Und jetzt gehst du schön einmal von oben nach unten, deinen Körper auch durch hier. Spür mal, ob du komplett hier loslassen kannst, ob es dir möglich ist, alles an Kontrolle abzugeben. Dass du einfach für ein paar Minuten jetzt hier ganz in Ruhe liegst, dein Kopf ganz schwer in die Matte sinkt, ganz ruhig und ganz friedlich. Das Schöne ist, jetzt für ein paar Minuten nichts tun zu müssen, völlig egal, wie du aussiehst. Finde hier Ruhe und bleib in deinem Shavasana so lange, wie du magst. Nutz die Zeit. Und gerade Shavasana gehört zu den wichtigsten Asanas in der Yoga-Praxis. Denn wann erlauben wir uns schon mal komplett loszulassen? Und wann erlauben wir uns schon mal zur Ruhe zu kommen? Genieß dein Shavasana.